Thomas Müller kommt im November erst auf 18 Minuten in 3 Spielen. Könnte er morgen wieder in der Startelf stehen? Im Moment habe ich schon ganz oft gesagt, wie wichtig Thomas Müller ist. Und es geht manchmal nicht nur in seine Rolle, wo er natürlich für uns schon auch wichtig war auf dem Platz. Aber er hat natürlich, ich werde es nochmal machen, weil ich glaube wirklich, dass die Entwicklung von Spielern wie Jamal Musiala auch zu tun haben mit die Rolle von Spielern wie Thomas Müller. Diese Tore, dass du schießt im 60-Meter-Raum mit einem Kontakt und auf einmal bist du da, das lernst du nicht so. Das hat zu tun mit diesen Spielen, womit du jeden Tag trainiert, jeden Tag zusammen bist. Und die Rolle von Thomas ist für uns unglaublich wichtig. Und es kommen noch sehr viele Spiele, also ob das morgen ist oder später, seine Rolle wird auch wichtig bleiben für uns. Also ist kein Thema. Was Thomas betrifft, haben wir immer gesagt, er hat eine herausragende Rolle, jetzt nicht nur in einem Derby, dann vielleicht nochmal noch mehr, aber bei seinen 780 Spielen, die er schon gemacht hat, glaube ich, ist er in jedem Spiel motiviert. Und das ist Thomas Müller, wie er leibt und lebt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und das, was Winnie gerade beschrieben hat, wir brauchen ihn im Kader. Er ist Vorbild für viele, er ist Papa-Figur neben Manuel Neuer. Und wenn er auf den Platz kommt und gebraucht wird, dann ist er in der ersten Sekunde da mit seiner unglaublichen Aktivität. Dementsprechend, ich denke, wenn im Derby die Säge klemmt und Winnie ihn nicht von Anfang an aufgestellt hat und er käme dann rein, dann wird er brennen.